Der Baum in der Kunst. Ein Thema, zwei Herausforderungen, drei Kapitel. Die erste Herausforderung sind inhaltliche Relevanzen, um tatsächlich dieses ausufernde Thema möglichst plausibel und auch legitim darstellen zu können. Die zweite Herausforderung ist die Nachhaltigkeit, weil wir uns mit dem Baum auch unmissverständlich einem ökologischen Thema widmen müssen. Museumsbetrieb ist oft nicht sehr nachhaltig. Wir haben sehr viel Plastikmüll, sind nicht energiesparsam und die langen Leihwege, also um die Objekte zu bekommen, sind auch sehr klimastrapazierend. Das alles versuchten wir mit dieser Ausstellung zu mildern, indem wir uns auf eine engere Kulturregion konzentriert haben, wo wir die Leihwege verkürzt haben und wirklich hauptsächlich Wien und Umgebung auserwählt haben, um wirklich diese Werke aus diesen Städten rund ums Wien zu holen. Das Plastik wegzudenken ist gelungen, indem wir statt Folien auf die Wände Schablonenmalerei verwendet haben. Die Schablonenmalerei wird auch mit einer Papierschablone aufgetragen, sodass auch weniger Müll entsteht. Und letztens haben wir statt Plastiklabels Objektkärtchen auf Samenpapier gemacht. Und diese Samenpapierblätter ist so ein Wundermaterial, weil es nämlich aktive Samen beinhaltet. Nach der Ausstellung sollten wir die Objektkärtchen einpflanzen und aus der Grow-Ausstellung wachsen hoffentlich Pflanzen und im idealen Fall wachsen auch weiter Ideen und nachhaltige Strategien.